Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schwanzbord Fever. Wir befinden uns in unserer Hauptstadt, Lions City. Da haben wir momentan 1766 Einwohner und das Gott sei Dank langsam mal ein bisschen am Stagnieren hier. Es wird ein bisschen zu groß. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gern unseren Hauptbahnhof hier umbauen. Ich habe zwar hier mal so ein Dach drüber gemacht, und ist mal ein bisschen erweitert, aber der kommt, glaube ich, der Stadt nicht mehr nach. Da muss was Größeres her, inklusive Gleisvorfeld, und da werden wir auch noch mehr Züge dann hinschicken. Nee, das muss was Großes werden. Was ich mir gedacht habe, ist, dass wir hier wie so eine Abstellgruppe hier machen, eine kleinere, und dann ab hier hinten einen recht großen Bahnhof mit einer Drehscheibe etc. Und das ist alles ein bisschen schön gebaut. Das möchte ich gerne machen. Wird heißen, dass die ganze Strecke hier abgerissen wird, wenn der Bahnhof hier reinkommt, dass man dann von da so rausfahren und dann da so rein. Das Ganze habe ich schon gebaut, aber nicht aufgenommen. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch mal das finale Ergebnis, wie der Umbau jetzt ausschaut. Und das ist ein echt großer Unterschied. Also ich versuche jetzt gerade mal hier so die gleiche Perspektive einzuhalten und dann mal kurz schauen, ob ich das am besten mache. So. Merkt euch das mal, wie das jetzt aussieht. Und dann mache ich mal ganz kurz einen Cut. Und dann sehen wir gleich, wie es neu aussieht. Ungefähr die gleiche Ansicht, aber umgebaut. Ihr seht, da hat sich jetzt einiges getan. Und da bin ich den ganzen Abend dran gesessen. Schauen wir uns das jetzt doch mal im Detail an, was ich da so gemacht habe. Also einerseits, das ist hier der neue Bahnhof. Der hat hier auch die Zielanzeigen drin, hier die dynamischen. Da kommt zum Beispiel gleich mal einer an und der nächste in 11 Minuten. Das ist der Sleeper Service hier. Und hier der Intercity, der nächste in 5 Minuten. Haben hier mehr Gleise und hier das Äußerste. Die werden momentan noch nicht befahren. Und die Tramstation habe ich hier nach hinten versetzt. Die war ja zuerst hier so in dem Dreh, glaube ich. Ja, und dann natürlich hier das ganze Gleisvorfeld. Alles neu. Ah, da haben wir gerade sogar einen Zug, der ausgefahren ist. Hier dachte ich mir, das ist eigentlich hier so eine Stütze für so eine Überdachung. Die lasse ich immer so stehen. So nach dem Motto, man wollte hier mal was bauen, hat es vielleicht wieder gelassen. Und dann hier die Abstellgruppe. Da ist immer quasi ein Gleisset frei, also mit Abstand. Ich mir dachte, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Mit ein bisschen Deko hier, also Mülltonnen, Wegen, Päckchen. Bisschen Scaffolding, da steht eine HSD, das ist der Orient Express, man dachte, den tue ich da mal hin. Dann der British Pullman, Mark IV Wagen, ja, mit einem HST, da steht eine Deltic davor, Class 47 im Police Design, dann Virgin Trains MK4 Wagen und Class 37. Ja, dachte, das sieht gar nicht so schlecht aus mit der Pau. Büschen hier drin, dass es vielleicht nicht ganz so gepflegt ist. Und hier so die Schallschutzwand, dass die Anwohner hier mal ein bisschen geschützt sind. Ich glaube, das hat im Spiel sowieso keinen Effekt. Das ist mehr so optisch. Und für die ganze Aktion hier ist das hier das Stellwerk. Das passt zwar nicht, das ist eigentlich ein deutsches Stellwerk, aber hier für die Szenerie dachte ich mal, warum eigentlich nicht. Ich habe hier so 4 Gleise, beziehungsweise das 5. hier. Und da stelle ich das Stellwerk hier rein. Und für den Dampfbetrieb, ich lasse mal ganz kurz den Zug hier fahren. Jetzt mal ganz kurz ruckeln, bis er sich wieder eingefangen hat hier. Jedes Mal so, wenn ich aus der Pause rausgehe. Ja, dann hat es hier so ein Mini-Betriebswerk mit einer Drehscheibe. Da sind sogar Loks hier drin. Dann hier so eine Class 50. Eine Great Western Dampflokomotive. Hier draußen, ja, 2 Dampfloks, die schon bessere Zeiten gesehen haben als Abstellung. Eine Class 08 als Shunter. Eine Deltic, die jetzt hier gerade auf der Drehscheibe steht, die, ja, ist vielleicht gerade aus dem Service kommen oder macht sich gleich auf den Weg. Und dann hat es hier ein Museumstück. Eine Class 87, so in einem kleinen Diorama, also mit einer Oberleitung. Und hier hat es ein Signal, hier ebenfalls. Vielleicht ist das ja irgendwie so das Heimat von einem Eisenbahnverein oder Gönnerverein, und die haben hier die Klassik gestellt, wobei zu der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, 69, ich glaube, die kommt 70
bin mir jetzt gerade nicht sicher. Werde noch aktiv im Dienst, aber es steht trotzdem eine. Ebenfalls hier hinten steht ein Wagen, also ein Schlafwagen vom Orient Express, den die für irgendwas nutzen. Der ist also auch ausrangiert. Ja, ich weiß, der Zeit passt nicht, aber warum auch nicht? Das ist jetzt vielleicht ein Office oder ein Museum, was auch immer. Fand ich jetzt nicht so schlecht, das mal hinzustellen. Dann General Purpose Building hier, dann sind hier so ein paar Schienen noch, auch wieder so Grill, Bauzeugs, LKWs hier, ein Parkplatz. Hier habe ich noch das Bahnlogo hingeklatscht. Und auch hier hinten ein bisschen Klatterzeugs, Telefonzelle, hier so ein Bereich für Fahrräder. Und ja, hier dachte ich mir, habe ich noch so ein allgemeines Bürogebäude im Barbarweiß gerade. Das mit dem Gras, ein bisschen Boden hier passt nicht so ganz. Ist ein bisschen besser, damit es ja nicht ganz so leer ist. Und das da ist von der KI, das habe ich nicht gebaut. Ja. Ja, also ich bin ziemlich zufrieden, so wie der neue Hauptbahnhof jetzt hier aussieht. Und denke mal, kapazitätsmäßig dürfte er mal ein bisschen was herhalten. Es sind 280 Meter in der Länge, also noch ein bisschen länger. Und das nächste Projekt, was ich mir ins Auge gefasst hätte, wäre hier dieses Güterterminal, dass wir das hier ein bisschen umbauen. Ich möchte gar nicht mal so sehr den Bereich hier hinten ändern, aber hier vorne, dass wir hier ein bisschen mehr Durchsatz haben oder dass wir hier den Verlader ein bisschen mehr seitlich machen und dass wir die ganze Strecke ein bisschen nach links versetzen und eventuell noch einen zweiten Verladeterminal bauen. Das wäre so mein Ding. Aber ich möchte hier die Abstellung behalten. Das wäre ein Projekt und das andere wäre, dass man irgendwie Instandhaltungszentrum für die ganzen Personenwagen bauen. Wir haben zwar hier da so ein bisschen ein Werk, aber ich möchte es nur explizit für die ganzen Personenwagen machen. Und ich war mir noch nicht so sicher, wo wir das hinbauen könnten. Es wird natürlich Sinn machen, wenn es hier irgendwo in dem Bereich ist, weil da zwei Intercity-Lines zusammenkommen. Oder halt irgendwo hier, aber das sollte eine recht große Anlage werden. Ich könnte natürlich auch sagen, wir bauen zwei solcher Anlagen. Einerseits hier beim Hauptbahnhof, zum Beispiel in dem Bereich hier. Könnt ihr auch sogar das noch ein bisschen verknüpfen, dass wir hier eine haben und eventuell, ja, das wird unsere Hochgeschwindigkeitslinie hier, eventuell vielleicht doch nicht hier, aber wenn wir dann weiter nach hinten hier fahren, dass wir hier nochmal so ein Betriebswerk machen, also eine Werkstätte. Könnte man das eigentlich hier hinten lassen? Ich glaube, die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Mal schauen, ob ich die entsprechenden Gebäude schon dafür habe. Terminal hier, wir hätten jetzt das hier. Das habe ich schon mal kurz gesagt. Können wir auch hier das ganz lange Depot nutzen. Mit dem arbeite ich noch gern. Oder halt eben das da. Wenn wir uns das mal kurz anschauen. Mal 3, 4, 5, 6 Gleise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist einfach, was hier rausgeht. Dass das so für die ganzen Personenwagen wäre. Ja, die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, es gibt mal ganz kurz einen Cut und dann schauen wir mal, mit was ich weitermache. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich jetzt da die Werkstätte für die ganzen Personenwagen baue. Und der Bau hat ziemlich lange gedauert. Also vor allem gerade die mit den Details brauche ich halt recht viel lange. Ich überlege, wie kann ich da wo was hinmachen. Da lasse ich mir dann auch Zeit. Und hier der Schienenstrang ganz am Anfang. Da habe ich noch recht lang rumprobiert, wie ich das am schlauesten mache, dass man einerseits von dem Depot zu den Abstellungen kommt, sowie auch von der Hauptstrecke, also von links unten. Und habe damit unterschiedlichen Variationen gearbeitet, wie man das verbinden kann. Und
Erst später habe ich mich dann entschieden, dass ich ein paar Weichkonstruktionen seitens der Werkstätte mache, damit es dann hier wieder anständig aussieht. Aber hier noch ein paar Versuche, wo ich sagte, okay, wie könnte man das irgendwie am schlauesten machen. Referenz habe ich für das Ganze keins gehabt. Das ist einfach nur so gebaut. Ich mir dachte, das macht vielleicht Sinn so. Im Nachhinein, wenn ich mir so dabei zuschaue, wie ich das baue, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich eine Real-Life-Referenz mal nehme von einem bestehenden Depot bzw. Werkstätte, wie die das machen. Ja, ich glaube, das werde ich mal machen. Ich werde mal ein bisschen recherchieren, was in England so an Werkstätten hat mit so Gleisplänen. Vielleicht nicht gerade das allerkomplizierteste und mal sowas nachbauen. Wenn ihr da eine Idee habt, wo ihr sagt, hey, bau doch mal das und das nach, ja, schickt mal auf Discord oder hier in die Kommentare einen Link rein zu seinem Gleisplan oder Bilder, gehen ja auch. Und dann baue ich das nach. Eventuell auch vereinfacht, je nachdem. Sollte einfach nur nicht so ein mega Overkill sein. Das fällt mir auch noch ein, das hätte ich vielleicht bei King's Cross machen sollen. Gerade mit dem Gleisvorfeld, wie die das gemacht haben. Weil, als ich so hier den Schwimmbau gemacht habe und später nochmal die Strecke angeschaut habe, habe ich mir auch das Gleisvorfeld von King's Cross nochmal angeschaut und das ist ein bisschen so semi-optimal, wie ich das da gemacht habe. Ich glaube, da schaue ich mir nochmal Referenzen an in einem ruhigen Moment. Also ihr seht, ich bin ja recht lange da am Spielen, wie ich das am doofsten mache. Habe sogar hier mal die Signale weggenommen, weil man dachte, die Signale blockieren mich da. Aber ja, das auch so zwischendrin mal reinfahren und dann wieder aufs Abstellgleis reingehen. Wäre zwar gegangen, aber das sieht dann einfach kacke aus, vor allem wenn ich da hier mit dem Abstand arbeite. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, sind hier diverse Schattenfahrten. Das wäre noch so ein Ding, was man machen kann mit den Depots hin und her. Müsste ich aber die Gleise wieder neu machen. Boah, dann hätten wir hier ein paar Rangierfahrten. Stimmt. Ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir so zuschaue, ja, ein paar Rangierfahrten wären hier gar nicht so schlecht. Und zwar mit ein paar vielen Wagen. So klar, ist dann 8-Schanter, so ein bisschen hin und her. Cool wäre es, wenn ich da durch das Depot durchfahren kann, aber ich glaube, das kann ich nicht. Das glaube ich, werde ich dann gerade hier nach der Vertonung ausprobieren und schließe dann hinten an. Ja, hier noch die Anschlüsse auf der anderen Seite von der Hauptstrecke, dass man halt von beiden Seiten reinfahren kann, dass man nicht erstmal in den Bahnhof rein muss und dann wieder retour, macht ja wenig Sinn. Ausfahrsignale und als nächstes kommt dann die Begrünung. Ich arbeite das sehr gerne mit dem Wald. Sieht dann einfach ein bisschen schöner aus und kaschiert ein paar kahle Stellen. Und da gehe ich dann einfach mit dem Brush einfach drüber, ohne Kollision. Hat einfach den Nachteil, dass man dann halt die Bäume wieder entfernen muss. Das werden wir dann gleich mal sehen. Ja genau, jetzt mache ich das. Fahr da so rein und er platziert es auch auf der Strecke. Aber so ist es ein bisschen dichter und jetzt gehe ich her. Lösche das mal alles, damit wir da keine Kollisionen haben. Aber für die Optik ist einfach schöner. So, ja, nur freimachen. Und dann bin ich nochmal hergegangen und habe dann noch ein paar Büsche reingesetzt, damit ein bisschen unten ein bisschen mehr Fauna ist. Dass wir jetzt ein kleines Waldstück haben. Im Anschluss mache ich dann den Straßenanschluss für das ganze Depot. Die müssen natürlich ja irgendwie da hinfahren können, sonst macht es ein bisschen wenig Sinn. Und da freue ich mich dann schon, wenn die Stadt ein bisschen in die Richtung expandet, damit hier ein bisschen was los ist. Damit das hier nicht so leer ist, aber das sollte eigentlich recht schnell gehen, vor allem mit der Mod, die wir ja anhaben. Und jetzt, ja, kommt das ganze Deko-Zeug. Das ist das, was irgendwie am längsten braucht. Hier, da wo ich jetzt hier diesen Schuppen hinbaue, da habe ich noch ein bisschen mehr Zeugs hinbaut. Ich weiß zwar nicht, für was der gut ist, aber doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also Sachen wie Parkplätze, Auto etc. Es ist eigentlich schon leicht, hier das Ganze voll zu machen, aber mit den mega vielen Assets, was ich hier habe, ist es ein bisschen schwierig zu entscheiden, was baue ich dann wohin, was macht irgendwie Sinn. Und es sind ein paar neue Sachen dabei. Ich bin noch auf transportfever.net gewesen und bei der Mod-Werkstatt, dann hat man geschaut, was es da so an Assets gibt. Das ist ja nicht alles im Steam-Workshop, was ich ein bisschen dämlich finde, dass das nicht so ist. Aber ja, transportfever.net, schaut es einmal vorbei, da hat es ein paar interessante Mods.
Wobei ich eigentlich nicht so ein Fan bin von da Mods runterladen. Und zwar aus dem Grund, man muss sich halt manuell aktuell halten. Also nicht so wie im Workshop, dass wenn ein Update kommt, dann macht das halt von alleine. Das ist halt schon ein super Vorteil. Ja, hier die ganzen MK1-Coaches in unterschiedlichen. Da war einmal Royal Mail, habe ich da ein bisschen hinplatziert, weil wir sonst nirgendwo haben. Gibt es auch nicht in jeder Fassung. Da habe ich dann oben immer ein bisschen ausprobiert. Der Wagen fand ich noch recht interessant, da mit den seitlichen Türen. So im Schnellen sieht es so komisch aus, wenn ich da immer wieder hin und her gehe und so schaue, ob es geht. Dann also noch Cremefarben und natürlich ein paar Loks dazu. Einige Klasen 8 als Shunter-Lokomotiven. Ja, aber das wird doch cool ausschauen, wenn sich dann hier ein paar Sachen bewegen. Das mache ich noch. Ja, also so Kleinzeugs, Holz, Schienen, Mülleimer, Bänke, alles das tue ich irgendwie so random platzieren. Ich habe dann später noch ein Güterterminal umgebaut und da bin ich dann ein bisschen anders angegangen. Da bin ich die einzelnen Kategorien durch und gehe dann nach vorne und nach hinten, platziere die ganzen Sachen. Das habe ich nicht aufgenommen, das sitze dann im Fertigen. Aber ja, also man kann solche Sachen wie das hier nicht einfach leer lassen. Das sieht einfach irgendwie doof aus. Wäre echt auch nicht so, dass hier alles super sauber ist. Ja, so vielleicht manchmal in der Schweiz. Aber irgendwas steht doch immer rum bei solchen Gleisanlagen. Was ich bei den modernen Strecken noch machen werde, das sind so Kabelkanäle. Und ich würde gerne noch so einen Retro-Bahnhof bauen, wo ich auch mit den ganzen Signalkabeln etc. noch arbeite. Die Mod habe ich ja installiert, aber ich habe sie noch gar nicht genutzt. Ah, Dieseltankstelle, noch ganz wichtig. Wir müssen halt irgendwie tanken hier. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was ich jetzt hier bauen wollte. Ich glaube, ich habe gesucht nach eher so kleinen Häuschen, dann so Lagerhalle. Habe ich mir nochmal angeschaut, ob da vielleicht was Interessantes dabei ist. Habe dann aber keins davon genutzt, weil das passt jetzt nicht wirklich. Ich werde vielleicht später irgendwo nutzen. Da die Garage sieht da optisch auch ganz cool aus. Also Baumöglichkeiten hat es bis zum geht nicht mehr. Aber die Autos der Angestellten. Nicht alles hier voll machen. Ja, und dann nochmal schauen, was wir irgendwie hinbauen. Da Getränkeautomat, das Essensautomat. Für die Mittagspause oder so mal zwischendrin. Geschwindigkeitstafeln. Die ich jetzt nicht nachgerechnet habe, ob das so passen wird, aber warum auch nicht. Ja, und jetzt mache ich hier dann den Bereich da in der Mitte ein bisschen neu. Also keine Ahnung, vielleicht ist es wie so ein Mini-Lagerplatz oder das war irgendwie ehemalige Entladestelle etc. Und dann einfach ein bisschen Zeugs hingestellt. Das Ganze dann habe ich dann noch umzäunt, habe dann einen anderen Boden hingemacht. Ja genau, jetzt mache ich hier die Bäume weg. Ist jetzt kein Platz, wo man mit dem Auto so gut hinfahren könnte, außer man fährt da über die Schienen drüber. Und habe das versucht, das irgendwie realistisch zu machen. Ich wünschte, die Kategorie mit den ganzen Assets wären irgendwie logischer aufgebaut. So, ja, das sind alle Gebäude, das sind alles die ganzen Fahrzeuge, das sind die ganzen Schienendinger. Es gibt schon so Kategorien, aber jeder Mod hat irgendwie so sein eigenes Ding. Wenn das irgendwie standardisiert wäre, dass das alles gleich wäre, das würde viele Sachen einfacher machen oder beziehungsweise schneller zu finden. Beleuchtung natürlich, wenn man aber sieht in der Nacht. Da haben wir so einen Tank hingestellt. Professor, ein bisschen Müll noch. Müsste man die Assets mal ziehen. Da wollte ich so einen Müllbereich machen, das habe ich dann einfach mal mit so einem Teil da umrandet. Keine Ahnung, vielleicht haben sie da was abgerissen. Und dann ein bisschen Büsche hin, damit sie nicht so kahl ist. So ein bisschen über den Zaun drüber, dass es ein bisschen verwachsen ist. Fand ich, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, liebe Leute, der Bau ist abgeschlossen und ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden, wie das Ganze aussieht. Und ihr seht, ich habe noch ein bisschen umgebaut und habe das mit den Schattenfaden probiert. Hi, Autosave, habt ihr euch wirklich vermisst? Und zwar habe ich hier mehrere Linien gemacht. Einerseits hier zwei, einfach straight von vorne nach hinten fahren, mit so Parcel Racks bzw. Postwagen von Royal Mail. Lass mal den mal kurz anhalten. Wunderbar. Der hat hier sogar einen Steuerwagen. Das ist also in der Sicht ganz praktisch, wenn er so hin und her fährt.
Und die warten hier so 2 Minuten und dann fährt er wieder retour. Und das gleiche auch hier hinten mit einer Class O2 ist jetzt hier gerade am Losfahren. Und ich finde es wirklich toll, dass man hier durch das Depot durchfahren kann. Und da gehen sogar die Türen dynamisch auf und zu. Jetzt ist gleich, die Tür muss gerade wieder zugehen. Ist wirklich cool gemacht. Schade, dass ich hier innen drin keinen Halt machen kann. Und das Audi-Geräusch von der Class 02 ist leider ein bisschen falsch. Aber ja, so haben wir jetzt hier ein paar Rangierfahrten und dann habe ich hier noch eine Schattenfahrt. Und zwar hier mit der Dieseltankstelle. Hier ist ein Halt drin. Und welche Lok wird es wohl sein? Es ist die da. Hier die Class 47. Die hat hier den Halt. Wartet hier quasi so 2 Minuten. Und hier soll es aussehen, als würde er dann hier andocken, beziehungsweise hier sich den Konsist holen oder halt abkoppeln zum Tanken. Und jetzt lassen wir den mal in die andere Richtung fahren. Da fährt sie los. Oh, der Diesel-Sound von der Class 47 ist einfach Hammer. Auch wenn er hier nicht wirklich auf die Touren kommt, weil er hier so langsam fahren muss. Aber er bleibt dann einfach hier perfekt bei der Dieseltankstelle stehen. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Was kommt da vorbei? Der Intercity! Ey, ich könnte stundenlang hier einfach auf der Karte sein und den Dampfloks zuhören. Nice. Okay. Back zu der Class 47. Ist also hier am Tanken und fährt dann wieder retour. Als will sie dann wieder ankoppeln. Also es sieht optisch wirklich cool aus. Mir gefällt es sehr. Ja, und grundsätzlich mit der Anlage hier bin ich wirklich zufrieden. Es hat viel zu lange gedauert, das Ganze hier zu bauen. Also der Bahnhof, das Set und jetzt das hier. Ich glaube, das waren jetzt sicherlich 5-6 Stunden, wo ich jetzt hier gebaut habe und wieder fein optimiert habe. Aber es hat sich wirklich gelohnt, dass es hier realistischer aussieht. Das macht es tatsächlich ein bisschen mühsam, Episoden zu machen. Weil so eine Episode bei mir ist im Schnitt 30 Minuten lang, aber die Arbeit dahinter sind halt mehrere Stunden. Aber ich hoffe, das kommt entsprechend gut bei euch an, dass man halt hier ein bisschen was fürs Auge hat. Ja, das soll es auch mit der Episode gewesen sein. Lasst doch mal einen Kommentar da, wie euch das gefällt, was ihr vielleicht noch anders machen wollt oder was ich anders machen sollte, was euch vielleicht nicht so gut gefällt. Und in der nächsten Episode werden wir auf alle Fälle mal das Holzgüterterminal umbauen. Und dann mal schauen, was ich sonst noch so machen werde. Ich werde das einmal random entscheiden, was gerade als nächstes kommt. Ja, so viel zu dem. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.